Das Emirat Katar ist isoliert. Saudi-Arabien, Ägypten, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate brechen am Montag in einer offenbar gemeinsam geplanten Aktion ihre diplomatischen Beziehungen zum Wüstenstaat ab. Wie der Sender Al Arabiya berichtet, erklären die unmittelbaren Nachbarn des Emirats zudem alle Grenzen für geschlossen und fordern im Ausland lebende Bürger Katars auf, ihre Länder in spätestens 14 Tagen zu verlassen. Saudi-Arabien begründet die Schließung der Grenzen zu dem Nachbarland damit, um die nationale Sicherheit vor Gefahren durch Terrorismus und Extremismus zu schützen, wie die amtliche Nachrichtenagentur SPA berichtet. Das ägyptische Außenministerium wirft Katar vor, Terrorismus zu unterstützen und schließt alle Häfen und Flughäfen für Schiffe und Maschinen aus dem Emirat. Auch die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die seit März 2015 Luftangriffe auf mutmaßliche Stellungen von Aufständischen im Jemen fliegt, schließt Katar aus. Grund dafür ist die Unterstützung des Emirats von terroristischen Organisationen im Jemen, darunter Al-Qaida, heißt es in der Erklärung. Das bahrainische Außenministerium teilt mit, innerhalb der kommenden 48 Stunden müssen alle Diplomaten Katars das Land verlassen. Das Königreich begründet seinen Schritt mit Katars Unterstützung von bewaffneten Terroristen in Bahrain. Hintergrund ist möglicherweise der eskalierende Streit der Nachbarländer mit dem an Erdgas reichen Kleinstaat. In den vergangenen Wochen gibt es unter anderem mehrere US-Medienberichte, die der Führung in Doha die Finanzierung von terroristischen Gruppen vorwerfen. Auch Deutschland wirft Katar in der Vergangenheit vor, die IS-Miliz zu unterstützen. Zudem kündigen die Taliban 2012 an, eine Auslandsvertretung in dem Golfstaat zu errichten. Katar ist Teil der US-geführten Koalition im Kampf gegen die IS-Miliz. Im Mai ruft Donald Trump zum Kampf gegen den Terrorismus auf und spricht mit dem Emir von Katar auch über Waffengeschäfte. Der Gastgeber der Fußball-WM 2022 eröffnet durch die Isolierung eine weitere Baustelle.